Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. FC Basel gegen Helsinki. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel. Und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Chance jetzt zur Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sie haben den Ball. Stocker. Jetzt wird's gefährlich. Er holt sich den Ball. Ballgewinn, gefährliche Position. Stocker. Und jetzt haben sie den Ball. Sieht vielversprechend aus. Chaka. Jetzt Kasami. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Den Ball kann er abfangen. Jetzt Kasami. Sehr guter Einsatz. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Sieht gefährlich aus. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Chaka. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Jetzt ist die Kugel weg. Per Paris Mitte Mai.
Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Chaka. Stocker. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Häternei. Er geht weite Wege. Und da ist der Ball wieder weg. Da kommt der Pass. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Per Parim hätte Mai. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Per Parim hätte Mai. Die Riesenchance. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Das macht er ganz energisch. Lang. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber aus. Aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Kasami. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Klasse aufgepasst, er hat den Ball.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Immer noch diese Szene. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Spielt den Ball. Das war eng, aber er hat ihn. Ganz energisch. Sie kämpfen um den Ball. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende. Knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.